diese Weise zu eurem Himmelsvater. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt sei dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie wir unseren Schuldnern vergehen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich, die Macht und die Herrlichkeit, immerdar. Amen. Und betet auf diese Weise auch zu eurer Erdenmutter. Unsere Mutter, die du bist auf Erden, geheiligt sei dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, in uns wie in dir. Da du jeden Tag deine Engel sendest, so sende sie auch zu uns. Vergib uns unsere Sünden, wie wir all unsere Sünden gegen dich sühnen. Und führe uns nicht in die Krankheit, sondern erlöse uns von allem Übel. Denn dein ist die Erde, der Körper und die Gesundheit. Amen. Und alle beteten zusammen mit Jesus zum Himmelsvater und zur Erdenmutter. Meine lieben Freunde, ich weiß, dass Sie im alltäglichen Leben stehen. Ich weiß, dass Sie diesem alltäglichen Gewohnheiten in sich aufgenommen haben. Ich weiß, dass Sie von Menschen, die einst Eltern Jahrganges waren sie verkehrt belehrt. Deshalb, weil auch sie einer Macht, die Macht der Gewohnheit, verfallen sind. Menschen ohne Überzeugung. Menschen, die wirklich nur ihre Meinung ihnen aufsuggeriert haben, ohne Überzeugung. Sie selbst sind bis zu diesem Tage, wo sie hier im Freundeskreis Aufnahme gefunden haben, auch ohne Überzeugung gewesen. Auch sie selbst haben alles Mögliche angestellt,
um hier ihre Gewohnheit den engsten Freunden dieses Freundeskreises aufzusuggerieren. Es war einfach ihr Glaube, in dem sie alles sagen mussten, so wie sie es gewohnt waren. Ihre Sorgen und Nöten vorzutragen, alles flog über den Mund. Eine kleine Zwischenfrage, ist das nicht ein Übel? Diesen Dreck, womit wirklich der Körper behaftet ist, noch in den Mund zu nehmen, ist doch ein übler Geschmack. Ich müsste hier sagen, es ist eine Geschmackslosigkeit von Seiten vieler Menschen, die wirklich nichts von sich und wirklich nichts von dem wissen, zu dem sie gehören. Nichts wissen sie von Gott. Obwohl sie sich in den Glauben versetzten, sie seien ein gläubiger Mensch. Aber das Wort Glaube ist ihnen auch geläufig geworden. Das auch, kommt auch von dieser Macht der Gewohnheit. Ich glaube. Ohne zu überprüfen, ob das der wirklich wahre Glaube ist. Ob der Mensch wirklich an das glaubt, was er selbst in Wirklichkeit in Wahrheit ist. Ob der Mensch wirklich überzeugt ist von dem, was er ist und wozu Gott ihn bestimmt hat. Und er hat doch einen bestimmten Körper, einer wie der andere gleich. Jeder hat denselben Inhalt, sag ich mal. Jeder hat all das in seinem Körper. Es gibt keinen Unterschied. Auch in meinem gibt es keinen Unterschied. Also Gott hat uns alles in unserem Körper beigegeben. Wer hat aber was von all dem gewusst? Wer wusste das alles zu nützen? Soll der Mensch weiterhin menschenhörig sein? Soll er weiterhin menschenhörig bleiben? Oder hat er eine Pflicht auferlegt erhalten, sich von dem zu überzeugen, wer ihm hier ein Erdenleben geschenkt und zu diesem noch so einen wundervollen Körper? Will der Mensch weiterhin diesen seinen Körper ungenützt lassen? Will er nicht alles in Anwendung bringen? Will er nicht all das tun, was er hier zu tun hat? Will er nicht über ein Wissen verfügen? Will er nicht frei sein? Aber er wurde ja von vornherein um diese seine Freiheit, die Gott ihm gegeben hat, wurde er gebracht. Von Menschen, die unwissend sind, die nur in einem Glauben lebten, dieses, das und jenes müsste so sein. Er hat sich danach zu fügen. Daher ist er willenslos geworden. Daher ist er menschenhörig geworden. Und daher konnte er nicht mehr auf das hören, was Gott ihm zu sagen. Und daher stand er auch nicht mehr in der göttlichen Führung. Da wurde er schutzlos. Da wurde er rechtlos. Bestimmt wurde viel des Guten los. Es erschlafft in ihm, es erschlafft in seinem Körper. Das Leben in ihm wurde immer weniger. Ja, je weiter er von Gott sich abgewandt, ob wissend oder unwissend, je weniger Leben steckt in seinem Körper, so dass kaum noch so viel Leben vorhanden war, dass die Organe auf ihn, wie er sie zu bestimmen hat, reagierten. Nicht mehr mit voller Kraft konnte er durchs Leben gehen. Denn er ist hier von dieser Kraftquelle abgekommen. Er hat zu guter Letzt die Verbindung zur großen göttlichen Kraftquelle verloren. Er hatte die Kraft Gottes nicht mehr in sich aufnehmen können. Und so wurde er, das heißt sein Körper, zu einem Wrack. Selbst als Besitzer des Körpers wurde er tatsächlich so weit geführt, dass er rat- und tatlos wurde. Und dass er dann tatsächlich dazu übergehen musste, alle möglichen Versuche anzustellen, um von dem Übel, das er in seinem Körper wahrgenommen hat, frei zu werden. Wie unwissend doch der Mensch ist, wie in dieser Macht, die Macht der Gewohnheit verfallen, neben dem Glauben lebt, er müsse über das Übel sprechen, er müsse das seinen Nächsten sagen und er müsse seine Nächsten dahingehend angehen, dass er alles Mögliche versuchen möge, dass er von dem Übel frei wird. Nein, Freunde, da wird nichts, im Gegenteil. Er steckt eher an, er würdigt damit seine Nächsten herab. Er wird entmutigt,
Der Nächste, der das zu hören erhält, wird schwach. Er verfällt in das Leid. Er leidet mit. Sie würden sagen, Mitleid kommt in ihm auf. Und mit diesem hin können Sie keine Hilfe von Ihren Nächsten erwarten. Es genügt, es würde genügen und es hätte auch genügt, wenn er nur seinen Nächsten angegangen, den er selbst die Frage stellen würde, ohne zu sprechen, was ist mit dir? Dich bedrückt etwas. Du bist betrübt. Du bist so schwach. Du brauchst mir nicht sagen, das sehe ich dir an. Ich frage Sie, Freunde, ist Ihnen das im Leben noch nicht ergangen, wenn Sie einen Ihrer Nächsten aufgesucht, den Sie begegnet, dass Sie ihn das angesehen, dass er es gefühlt hat, dass Sie schwach geworden sind, dass eine Unstimmigkeit in Sie aufgetaucht ist? Es muss nicht gerade das sein, was Sie als Krankheit bezeichnen, nein, sondern irgendeine Störung, die Sie von einem Ihrer Nächsten einbekommen haben, dass Sie eine schlechte Nachricht erhielten, dass Sie das abgebaut oder dass man Ihnen etwas böse Worte vom Kopf geschleudert hat und dass Sie dadurch zusammenwrackten, aber Hilfe suchten bei Ihren Nächsten, wo Sie glaubten, dass er für Sie Verständnis hat und dass er Ihnen einen Rat geben kann, um den Weg zu zeigen, wie Sie sich von diesem wieder freimachen können. Auch Ihnen selbst ist es schon passiert, dass Sie da in nächster Nähe einen aufgesucht, da gehe ich hin, da schütte ich mein Herz aus, denen sage ich das. In den meisten Fällen haben Sie es Ihnen gar nicht sagen brauchen. Er hat es Ihnen selbst gesagt. Er hat Ihnen Platz angeboten, hat Ihnen Essen und Trinken angeboten, hat Ihnen ein Nachtlager angeboten, indem er Sie beruhigt und sagt, es wird schon werden. Nur gut, dass du gekommen bist. Wenn du willst, kannst du mir das morgen erzählen. Das muss aber nicht sein. Aber so sie bei diesem Menschen eingetrudelt waren, wenn sie gesagt haben, ich muss dir das erzählen, lass mich ruhig etwas erst verschnaufen. Denk dir an, dieses, das und jenes ist passiert, diese und jene Nachricht habe ich bekommen. Oder dieser und jener hat mir das gesagt, oder er hat mir das und das angetan. Ich weiß mir keinen Rat. Rein gefühlsmäßig haben sie den Richtigen aufgesucht. Und er hat ihnen Rat gegeben und er hat vieles für sie erledigt. Er hat sie nicht entmutigt, sondern er hat ihnen wieder neuen, gesunden Lebensmut gegeben, indem er sie tröstete. Wirklich offen Herzens hat er zu ihnen gesprochen und gesagt, vertraue nur, es wird schon werden. Was du nicht mehr kannst, werde ich für dich tun. Wen ist derartiges noch nicht im Leben passiert? Wen ist es noch nicht so ergangen? Suchten Sie nicht immer schon im Leben einen Menschen, wo Sie Ihr Herzchen ausschütten können? War das noch nie? Wenn nein, dann sage ich, das ist selten einer, der mit sich selbst fertig geworden ist. Aber da gibt es sehr, sehr wenige. Bei den meisten ist es immer so gewesen, dass er einen Menschen aufgesucht, den er das Vertrauen schenkte, wenn er in eine Not, in eine Gefahr, in eine Bedrängnis geraten war, und dass er ihm um Hilfe gebeten, ihm um Hilfe dahingehend angegangen, dass er tatsächlich ihm wieder helfen soll. Und wie leicht ist es ihnen gewesen, wenn sie ihr Herzchen ausgeschüttet, das so voll beladen gewesen ist und dass sie danach wieder frei wurden. Wie oft ist das im Leben schon gewesen? Und daher, liebe Freunde, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist und dass er nur einen einzigen Menschen hat. Er ist ja von vielen Menschen umgeben. Von einem umgeben zu sein, bei einem zu sein, zu dem der Mensch gehört, und das ist Gott. Er besitzt all das, was der Mensch braucht. Und das hatte er vergessen. Der erste Not- und Hilfeschrei war der Nächste. So soll es aber auch sein, denn dass dieser ja verpflichtet ist, das heißt aus reiner Nächstenliebe seinen Nächsten hier zu helfen, wie er um Hilfe angegangen wird. Nun, heute, liebe Freunde, sind auch Sie hergekommen. Einige wenige Freunde sind entlastet.
Ihr Herzchen ist nicht mehr so beladen, deshalb, weil Sie das Sicherheitsgefühl haben, weil Sie über das Wissen verfügen, es kann so leicht nichts passieren, wenn ich nur das Rechte für mich selbst, für meinen Körper tue. Ich brauche mich vor dem Bösen nicht mehr zu fürchten. Ich weiß, dass ich den Kampf gegen das Böse zu führen habe. Und ich weiß, dass ich selbst es bin, der das Böse nicht mehr in seinem Körper aufzunehmen hat. Ich weiß, dass ich Kraft aufnehmen muss, das heißt, die Verbindung zu Gott beibehalte, wo ja Gott alleine dieser große Kraftspender ist, und dass ich diese seine Kraft in mir aufnehme, und ich werde mein Augenmerk darauf lenken, so ich etwas fühle, dass das Böse mir angeht. Schon wenn ich von dem Bösen umgeben bin, wo das Böse doch überall lauert, so werde ich von dieser guten Kraft Gebrauch machen und das Böse von mir abwenden. Und sollte doch mein Körper erfasst sein, so weiß ich genau gleich von vornherein, was ich zu tun zu lassen habe, diese Kraft walten zu lassen gegen das Böse. Und das Böse wird er dann meinem Körper nichts antun können. Jeder Mensch hat den göttlichen Schutz. Nur müsste er es wissen. Nur müsste er von diesem, vom göttlichen Schutz Gebrauch machen. Und das ist das, was die meisten Menschen leider nicht getan hatten. Das alles haben sie nicht gewusst. Sie wissen nichts mehr, dass Gott zu ihnen spricht und dass Gott ihnen so vieles für ihn bestimmt hat und dass er dieses nicht angenommen und auch heute kaum noch in der Lage ist, das anzunehmen. Deshalb, weil er sich selbst sperrt und weil er sich selbst immer wieder mit dem Bösen abgibt. Immer wieder steht er mit dem Bösen in Verbindung. Immer wieder kommen böse Gedanken. Immer wieder beschäftigt der Mensch sich mit dem, das er als Unheil an seinem Körper empfunden hat. Er hilft und pflegt es. Er tut alles Mögliche. Er weiß weiter nichts anderes mehr zu tun, da die Macht, diese Gewohnheit ihm so in Fleisch und Blut übergegangen ist, weil er nichts anderes mehr kann. Er beschäftigt sich wirklich mit dem Unheil und damit wrackt und würdigt er seinen Körper herab. Das ist ein Mensch, der sich wirklich unbewusst, wirklich von Gott gelöst hat, der zu Gott keine Verbindung mehr hat. Und er soll und wird auch die Verbindung wiedererhalten. So er das Gute bejaht, wo er selbst wahrgenommen, dass das Böse, das Unheil, dieser Unhold ihn nur herabgewürdigt hat. Da kommt er zur Erkenntnis. Da beginnt er zu glauben. Da sucht er. Da ist ihm kein Weg zu weit. Da ist ihm keine Zeit zu schade. Da setzt er alles dran. Und fragt sich durch, bis er auf den Weg angelangt ist. Wo sind diese Menschen, die etwas Wahres wissen? Wo ist der Mensch, der weiß, was Wahrheit ist? Wo ist dieser Mensch, der mir die Verbindung gibt? Wo ist dieser Mensch, der mich zu meinem Heil, wirklich zum Heiland zurückführt? Dass ich den Weg gehen kann, wie Gott, wie der Heiland den Weg für Menschen aller Zeit bestimmt hat. Aber wie böse ist doch für den Menschen, der das Heil erfahren, so er den Weg gefunden und er nicht zu seinem Wort steht, das Gute wieder, wie er es doch nötig hat, wieder in Vergessenheit bringt, wieder ein Luderleben führt, wieder auf Menschen hört, sich wieder von Menschen verzehren lässt. Und dass er dann hernach sagt, ja, der und der und der, ja, die haben ja recht, das bleibt nicht lange, das hält nicht lange an. Wer ist schuld? Der Mensch, um den es geht, ist selbst schuld. Liebe Freunde, streichen Sie dieses nicht, unterstreichen Sie dieses Wort, dass er selbst schuld ist. Wie ein anderer für ihn nicht essen kann, damit er seinen Hunger stillt, so kann ein anderer für ihn auch das nicht aufnehmen, wenn er nicht gewillt ist, das Gute, wie es nötig hat für seinen Körper, selbst aufnimmt. Was nutzt das alles, dass es wirklich einen Menschen gibt, der viel des Guten, was doch alle Menschen nötig haben, das Gute, das von Gott kommt, aufzunehmen, wenn er keine Abnahme findet, wenn da ein verschlossenes Herz vor ihm steht, wenn der Mensch seinen Verstand spielen lässt, indem er so viel
Zeug aufgenommen. Unnötiges Zeug, das er für sein Leben nicht braucht. Wie der Mensch die Zeit vergeudet, indem er über seine Nachbarn, Verwandten, Bekannten spricht, wie der eine und der andere lebt. Lieber Freund, sage ich, frage dich selbst, wie du lebst. Kümmere du dich erst um dein eigen Leben. Sorge es du dafür, dass du wirklich wieder in der göttlichen Führung kommst. Lass deine Nächsten noch ganz in Ruhe. Wenn du über ihn reden willst, wenn du ihn verurteilen willst, das ist schon das Böse. Geh du es im Weg, damit du ihn deinen Nächsten belehren kannst, damit ihn auch auf diesem Weg führen kannst, damit du ihn auch Wahres sagen kannst, wie du es selbst erfahren hast. Aber rede nicht so leichtsinnig dahin. Du bist nicht selbst dabei gewesen. Du weißt es nicht. Warum, wieso, weshalb er da und dort Böses getan, womöglich Böses gesprochen hat, in Wirklichkeit haben soll, wovon sie niemals überzeugt sind. Kurz gesagt, Freunde, weg mit dem Ratsch, weg mit dem Tratsch. Hat nicht erstmal jeder Mensch mit sich selbst zu tun? Müsste nicht erst jeder für sich sorgen, damit er das Heil erfährt, um seinen Nächsten auch dahin zu führen, dass auch er in den Genuss des Guten, des Göttlichen kommt, wie ihm auch das Recht zusteht? Sollten wir nicht unsere Mitmenschen belehren? Sollten wir nicht die Wahrheit sagen? Die Wahrheit sagen, wie oft haben Menschen gefürchtet, ob es ihr Vorgesetzter, auch die Eltern waren, oder der Nachbar, der Bräutigam, die Braut oder was weiß ich wer, Verwandte, Bekannte, nur nicht die Wahrheit sagen, da gibt's einen Krach. Das kann ich nicht. Aber das versteckt sein, Freunde, das hinter den Rücken reden, das ist das Gemeine und das kommt auf sie zurück. Machen sich frei davon, kümmern sich erst gar nicht drum. Und wenn es ihnen ein Wert ist, gehen sie, überzeugen sie sich. Und dann, wenn sie etwas anderes wahrnehmen, dann stimmt das alles gar nicht. Aber sie sind mit in diesem Ratsch und Tratsch verwickelt, weil sie dafür ein Ohr hatten, weil sie dafür die Zeit gegeben, weil sie die Zeit nicht genützt haben. Sie haben die Zeit vergeudet. Und so unnützig sollen wir die Zeit nicht vergeuden. Die Zeit, das ist Gott selbst. Wir sollen sie nützen. Wir sollen sie uns nutzbar machen. Dann werden wir so leben können auf dieser göttlichen Erde, wie Gott das Leben für uns bestimmt hat. Oder glaubten Sie, ich wäre hier, um Sie alle einzeln gesehen nur zu streichen, meine Meinung zu machen, Sie zu liebkosen nur, Sie zu umarmen? Ich glaube, Freunde, es ist besser, ich sage offen die Wahrheit, wie die Menschen das Leben hier verlebt haben. Denn im Leben hat selten einer was erlebt. Die meisten verleben es. Sie vergeuden die schöne Zeit. Die Zeit ist nun mal das Gute. Das Böse kann uns nicht um die Zeit bringen. Wir können in dieser Zeit viel Wundervolles, viel Göttliches erleben. Und so wie wir das Göttliche erleben, das Göttliche in uns aufnehmen, dann werden wir uns wohlfühlen. Dann sind wir frei. Dann leben wir so, wie Gott das Leben hier bestimmt hat. Was tun die meisten Menschen? Ja, das, was ich schon sagte. Und zum anderen Mal haben sie für sich selbst keine Zeit. Da ist das Geschäft. Da ist der Haushalt. Da ist der Betrieb. Da ist die Arbeit. Da ist Handchen, da ist Tantchen, da ist Manchen. Da muss ich hier und da muss ich dort hin. Oh nein, die kann ich nicht auslassen. Nein, nein, ich habe keine Zeit. Vielleicht habe ich Zeit, dass ich komme. Dieses haben Menschen immer bereut, wenn sie erst vom Bösen so erfasst worden sind. Und dass das Böse von sie nicht mehr ablässt. Dass das Böse in ihren Körper eingedrungen ist. Dann kommen sie zur Erkenntnis. Dann haben sie Zeit. Ich hole nur einen einzigen Fall von all den vielen tausend Fällen hervor. Mir sagte mal, ich sage noch den Beruf, ein Architekt. Die Kinder haben ihn hingebracht zu einer Gemeinschaftsstunde. Er selbst sagte mir,
Ja, lieber Grüning, wenn ich Zeit hätte. Ich sage, jetzt fehlt nur noch, dass Sie sagen, wenn Sie so viel Zeit hätten wie ich. Er hat keine Zeit, er ist unentbehrlich. Ich sage, lieber Freund, wenn Sie glauben, Sie haben keine Zeit, Sie können mir etwas sagen, dann sage ich Ihnen etwas anderes. Ich gebe Ihnen Zeit. Und ich gebe Ihnen den Beweis, dass Sie unentbehrlich auch in Ihrem Betrieb, in Ihrem Büro, in Ihrer Architektur sind. Sie glauben, Sie wären unentbehrlich. Nein, Sie sind entbehrlich. Und zu all dem haben Sie Ihre Kinder, die denselben Beruf haben wie Sie. Aber Zeit gebe ich Ihnen. Und so viel Zeit, dass diese Zeit für Sie alleine ist. Und Sie werden keinen sprechen können. Sie wollen mir doch nicht sagen, dass Sie in den nächsten 3 Tagen viel Besprechungen zu führen haben, die für Sie wichtig sind. Sie wollen mir doch nicht sagen, dass die Besuche, die Sie bekommen und die Sie abzustatten haben, dass Sie sie nur alleine erledigen können. Und Sie wollen mir doch nicht sagen, dass es von Ihnen selbst abhängt, wie unwichtig Sie sind. Den Beweis gebe ich Ihnen. Er hat von mir 3 Tage Bettruhe gekriegt. Aber es war nicht so eine Bettruhe, das heißt, er konnte wirklich keinen Besuch empfangen. Er musste vom Bett zum Töpfchen, vom Töpfchen zum Bett. Er schaffte das alles gar nicht schnell genug. Er konnte die Hose, ich muss ehrlich sprechen, wie es auch gewesen ist, nicht mehr hochziehen. Genau gesagt hatte er dann die Zeit. Das musste sein, das war eine Generalreinigung. Was glauben Sie, Freunde, wie die Pest in seinem Körper schon war? Es war die allerhöchste Zeit. Bisher hat er sich die Zeit nicht gegönnt. Er konnte nicht aufs Töpfchen gehen. Nein, die Zeit ist so kostbar. Sein Betrieb leidet. Und er muss dieses, das und jenes tun. Er ist unentbehrlich. Aber diese 3 Tage war er unentbehrlich. War er entbehrlich. Und der Betrieb lief weiter. Hat keinen Schaden erlitten. Hiermit sage ich Ihnen, Freunde, das ist nur eine Einbildung. Die Einbildung dieses Einzel und die Einbildung vieler Menschen, die sich nur an den Glauben versetzen, sie wären unentbehrlich. Sie könnten nicht. Wenn Sie nur so zu Ihrem Wort ständen, wenn Sie einem Ihrer Nächsten ein Versprechen gegeben haben, und dass Sie das Versprechen da einlösen, dass Sie kommen, ob als Heuchler, als Lügner, Betrüger, das ist gleich. Ob Sie nur so tun, als ob, es ist alles gleich. Wenn Sie nur zu sich selbst so die Treue mal halten würden, sich selbst ein Versprechen geben würden, wäre gut. Nur nicht, dass Sie sich versprechen und sagen, ich habe mich versprochen. Aber hier, Freunde, fassen Sie das bitte nicht falsch auf von diesen Architekten. Es war bedingt. Und wenn das nicht zustande gekommen wäre, dann läge er heute noch im Bett. Wäre das richtig gewesen, wenn ich so gehandelt hätte? Natürlich hat er befürchtet während dieser Zeit, dass es dem Ende, dass er dem Ende zugeht. Das glaubte er nur, das ist aber nicht der Fall. Wer nicht hören will, der muss dann fühlen. Und so gibt es aber auch viele Menschen, die nicht hören wollen, müssen dann fühlen. Nie haben sie Zeit, aber sie schleppen sich mit diesem Übel herum. Eine schöne Last, nur keine süße Last. Eine böse Last haben die Menschen mit sich getragen. Und überall haben sie etwas abgeladen. Aber weil sie das Böse abgeladen haben, da, wo es nicht angebracht, haben sie wieder Neues, viel mehr Böses in sich aufnehmen müssen. Denn das Böse entlastet keinen, sondern belastet den Menschen immer mehr. Und nun wollten sie frei werden. Und das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Sie können Ihr Herzchen ausschütten, dazu brauchen Sie nicht den Mund. Tun Sie genau das Gleiche, wie ich zuvor schon schilderte, dass Sie einen Ihrer Nächsten aufgesucht, wo Sie glauben, dass er mit Rat und Tat zur Seite steht. Brauchen Sie nicht zu sprechen. Er weiß es. Sprechen Sie nicht mit dem Mund, sondern mit dem Herzen. Öffnen Sie es, damit das Herzchen entlastet wird.
damit die Sorgen und Nöten verschwinden und damit sie frei sind. Ich muss sagen, üben Sie Selbstvertrauen. Und glauben Sie doch, dass Sie nicht alleine sind. Glauben Sie doch, dass Sie ein göttliches Geschöpf sind. Glauben Sie doch, dass Sie ein Kind Gottes sind. Glauben Sie doch, dass Gott Ihnen alles gibt, was er für Sie, was er für jedem Lebewesen bestimmt hat. Natürlich muss jedes Lebewesen das aufnehmen. Ist Ihnen das im Leben noch nicht aufgefallen? Ein kleines Kind, ein kleines Tier. Zu dem Kind hat man nicht sprechen können, sagen, du musst jetzt trinken. Oder müssen Sie sprechen zu dem Kind? Sie würden sagen, zu dem neugeborenen Kind. Müssen Sie sprechen zu dem? Ja oder nein? Nein. Müssen Sie zu einem kleinen Tier sprechen, dass das Tier Nahrung aufnimmt? Nein. Woher weiß das Tier es? Wer hat es diesem Tier mit auf dem Lebensweg gegeben? Nehmen Sie ein kleines Küken. Ist erst ein paar Minuten alt. Piep, piep. Und schon sucht's die Körnchen. Schon sucht's Futter. Nehmen Sie doch ein kleines Windelkind, ein neugebackenes Kindlein. Da muss die Mutter nicht sagen, komm, ich gebe dir die Brust, jetzt musst du trinken. Nein, das sucht nur. Es ist jetzt hier freigestellt im Leben. Es hat einen eigenen Körper und weiß von vornherein, dass das Kind sich um diesen Körper zu sorgen hat. Weiß? Nein, das hat Gott ihm beigegeben. Das tut es von selbst. Da brauchen wir nicht zu sprechen. Wenn aber eine Störung in diesem kleinen kindlichen Körper ist, dann wird es die Nahrung nicht so leicht annehmen. Erst dann, wenn die Störung beseitigt ist. Aber dann fürchten die Mütter, dann fürchten die Eltern, das Kind würde verhungern. Es muss ja Nahrung haben. Nein, da ist ein Zeichen gegeben, dass in diesem Körper eine Störung vorhanden ist. Ursache gleich Wirkung. Welches ist aber die Ursache? Die Wirkung ist da. Ja. Und natürlich ist die Mutter schuldlos, ist der Papa schuldlos, sind die Nachbarn oder die Familienangehörigen schuldlos. Nein, die sind nicht schuldlos. Mal zurück, also mal Rückschau halten. Wer hat die Mutti geärgert? Wer hat sie in Schrecken versetzt? Was ist da? Was war? Was war in letzter Zeit? Was war in der allerletzten Zeit? Ah, und das ist auf das Kind zurückgefallen. Richtig. Natürlich hat die Mutter sich geärgert drüber. Natürlich hat sie alles in sich aufgenommen. Aber schuldlos ist keiner. Hätte ja die Mutter dafür sorgen müssen, das heißt die Frau, die werdende Mutter, dass sie sich von solchen Menschen, wo sie schon beschaut hat, dass sie stören könnten, nicht umgeben lassen durfte. Das heißt, dass sie sich da herauszieht aus dem Kreis oder aber dafür sorgt, zuvor schon dafür sorgt, dass sie alle einwandfrei gut sind. Und dann wäre die Störung nicht gekommen. Wenn die Mutter und der Vater als solcher nicht dafür die Vorsorge trifft, so kommt es ja in vielen Familien vor, dass die Eltern sich Zeit ihres Lebens um das eine Kind, in dem eine Störung im Körper, erst eine kleine, danach eine große, wird dann die Störung wächst mit dem Körper und verbreitet sich, Zeit ihres Lebens darunter zu leiden haben. Wie sorgen sich dann die Eltern um das Kind? Was kostet ihnen das? Viel Sorgen und Nöten. Wäre es nicht leichter, liebe Freunde, davor zu beugen, davor zu arbeiten, dass derartiges nicht zustande kommt? Es wäre doch viel, viel leichter, noch bevor dem dieses alles ist, Ordnung zu schaffen. Da mussten sie nicht erst verheiratet sein, na, heute sind sie es. Hätten sie vorgesorgt, hätten sie in ihren Verwandten- und Bekanntenkreis aufgeräumt, hätten sie Wahres gewusst, hätten sie es ihnen sagen können. Wenn sie nicht feige gewesen, dass sie ihnen die Wahrheit gesagt hätten, hätten sie vieles aus dem Wege geräumt. Und beim Mann genau das Gleiche. Dass er störungsfrei ist. Und dass er mit seiner Frau ein störungsfreies Eheleben führen kann. Und dass dann auch aus diesem eine gesunde Familie zustande kommt. Das ist Bestimmung Gottes, nicht ihre. Nein, Gott hat es so bestimmt.
Denn das Gefühl spricht da zu beiden Geschlechtern. Und da kommt die Empfängnis. Und da kommt das aber zustande. Mit Störung erzeugt, gibt immer Störung. Trägt das Kind Zeit des Lebens. Wenn nicht da gerade einer kommt, der diese Störung zu beseitigen weiß. Während dieser Zeit, die Mutter das Kind unter ihrem Herzen trägt, nimmt weitere Störungen auf, wird das Kind ganz gestört sein. Und das Schlimmste ist noch kurz vor der Geburt. Wenn da die Mutter Schiffbruch erleidet, das heißt, dass sie von ihren Angehörigen angegangen wird und dass sie immer wieder in Schrecken versetzt wird, alles verlagert sich hier in den Körper des kleinen Kindes, das doch unschuldig ist. Und dann, ja, wie ist das denn möglich? Wo habe ich Böses getan? Ich habe doch immer Gutes getan. Ich bin doch ein gläubiger Mensch, ich gehe doch zur Kirche. Meine Familie ist doch alles in Ordnung. Dann sage ich, lieber Freund, liebe Frau, hast du vergessen? Hast du deine Pflicht vorher getan? Ja oder nein? Und jetzt, wo du in den Ehestand getreten, jetzt, wo du auf dem besten Wege bist, eine Familie zustande zu bringen, wo der Vater sich verpflichtet hat, diese Sorgen auf sich zu nehmen, wirklich dafür zu sorgen, hast du in deiner Umgebung auch Ordnung geschafft. Jetzt aber, liebe Freunde, dadurch, wo das Kind einen gestörten Körper, das heißt, die Störungen im Körper hat, werden die Eltern wieder gestört. Die Mutter ist zerrissen, der Vater ist zerrissen. Dann kommen die herzlichen Verwandten auch, die so tun, als ob auch sie bauen ab, verfallen in diesem Leid. Wie konnte das nur sein? Ja, zu guter Letzt geben sie den Glauben an das Gute, geben sie den Glauben an Gott auf. Das ist doch nicht gerecht, Kinder, ich kenne euch doch, ihr seid doch immer lieb und nett zueinander gewesen und so weiter und so fort. Freunde, so sie aber ehrlich sind, werden sie selbst von sich sagen, ja, ich war nicht immer ehrlich. Und ich habe vieles aus Feigheit angenommen und ich habe aus Feigheit die Wahrheit verschwiegen. Ich habe es nicht gewagt, meinen Nächsten die Wahrheit zu sagen. Obwohl ich schon einige Erfahrungen gesammelt hatte, aber ich war feige. Ja, das hat dieser Mensch sich nachher selbst zuzuschreiben. Jetzt werden Sie sagen, ja, jetzt erteilt der Grönung uns hier Rügen. Nein, Freunde, ich sage nur, wie der Mensch gelebt, wie die Macht dieser Gewohnheit ihm erfasst hat und wo er nichts anderes mehr glauben konnte, nur an das, was er von Menschen eingegeben erhielt. Freunde, da beginnt die Not, da beginnt das Elend. Ich könnte hier viele, nicht Gleichnisse, sondern Tatsachen hervorbringen, wie die ein und die andere Ehe, je nachher zu einer Familie wurde, Schiffbruch erlitten haben. Erst war jeder in einem seinem Boot, das ihn über Wasser hielt. Ein Boot wurde abgetreten, weil zwei sich danach in einem Boot befanden. Und in diesem einen Boot gab es nachher Zuwachs. Und die Belastung, die Bewegung, die erregte Bewegung war derart stark, dass das Boot immer mehr Wasser in sich aufnahm und somit hier die Familie langsam aber systematisch zugrunde gegangen ist. Niemand aber weiß, woher das kommt. Wenn jeder das Seinige gewusst, wie es gewusst, wenn er nur um dieses Wissen nicht gebracht worden wäre, hätte er sich in diesem Boot ruhig verhalten. Er hätte alles dazu getan, was notwendig war. Auch wie wenn die Wellen darüber geschlagen und viel Wasser in das Boot hineingekommen, so hätten sie in Ruhe das Wasser wieder ausgeschöpft. Niemand wäre beunruhigt. Denn sie konnten ja glauben, sie kommen ja von Gott. Gott hat sie geschaffen. Sie haben sich nicht gefürchtet. Das ist Natur, das ist Gott. Er jagt uns ja keine Angst ein, er macht uns nur auf diese Gefahrenzone aufmerksam. Wir sollen nur das Nötige dazu tun. So wir die Ruhe bewahren, können wir es tun. Wer sie aber nicht bewacht, wer um das Heiligste gebracht worden ist, das ist die Ruhe, der wird alles durcheinander bringen und wird weitere ihrer Nächsten nach sich ziehen. Und so haben die meisten Familien, so haben die meisten Menschen Schiffbruch erlitten,
so sind die meisten Menschen untergegangen. Sie sind dem Siechtum verfallen. Sie waren vollständig durcheinander. Es war niemand da, der sie beraten, belehren konnte. Sie selbst wussten nicht mehr von sich und wussten auch nichts mehr von ihren Angehörigen. Hier, liebe Freunde, könnte ich weiter fortfahren. Aber ich will nicht zu weit greifen. Ich will mich nur auf das beschränken, was auch heute wieder hier ist. Und was es immer nur im alltäglichen Leben gibt. Es ist immer nur das Gleiche. Es ist, ich könnte sagen, wechselhaft. Der Mensch wechselt so oft, aber hat nie das Richtige erfassen können. Er versucht alles Mögliche. Und nie hat er das Richtige finden können. Stellen Sie sich einen Menschen vor. Sie würden sagen, der nervös ist. Ich sage, der energielos ist. Der um die Kraft, um die eigene Körperkraft gebracht worden ist. Ich will den Versuch hier nicht anstellen. Sie wissen es auch aus dem täglichen Leben. Wenn Ihnen einer ein böses Wort sagt, gesagt hat, dann geht's so. Dann haben Sie 2, 3 böse Worte und mehr wiedergegeben von sich. Ein Zeichen, dass Sie das Böse aufgenommen. Wenn der andere, der Ihnen das Böse vorerst gegeben hat, das Sie angenommen, dann konnten Sie Ihren Körper nicht mehr beherrschen, haben Sie in eine Runde gehauen. Und wenn jetzt wirklich sehr viel Böses geschehen ist, und dass um Ihre ganze Energien, die Energien des Körpers, wie er sie braucht, gebracht worden sind, brechen Sie zusammen. Oder wenn Sie es jetzt noch sehen, er liegt, was habe ich getan, das wollte ich nicht. Zu spät. Du hast das Böse angenommen. Ich möchte das jetzt nicht mit eigenen Augen sehen, jetzt einen Menschen hier reinlassen, der den einen und den anderen eine Ohrfeige gibt. Was würden sie tun? Sie würden schreien, sie würden brüllen wie ein Löwe und würden sich auf diesen Menschen stürzen. Und eine Panik wäre hier im ganzen Freundeskreis. Sagen Sie nein, ich sage ja. Liebe Freunde, da beginnt es. Und in vielen, wie ich Ihnen schon kurz erklärt habe. Ich frage, soll das so weitergehen? Wie ich es auch gestern sagte, es nutzt nichts. Der Mensch kommt hier, er wird frei. Sein Herzchen ist nicht mehr beladen. Er fühlt sich frei, er fühlt sich wohl. Er baut seelisch wieder auf. Seelisch aufbauen heißt, er empfängt wieder über die Seele, die Gott ihm in seinem Körper gegeben hat, über die er die göttliche Sendung empfangen kann. Wenn ich haben darf, das ist nicht kalt, sondern warm. Was nutzt das alles, meine lieben Freunde? Gar nichts. Wenn Sie wieder daheim sind, wenn Sie von Ihren Nächsten umgeben sind, die wirkliche Störenfriede sind, und sie weiterhin feig sind und es nicht wagen, ihnen die Wahrheit zu sagen, damit sie endlich einmal Ruhe haben. Aber wann können sie ihnen die Wahrheit sagen? Wann wird dieses sein? Erst dann, wenn sie die Wahrheit am eigenen Körper erfahren haben. Jetzt müssen sie alles Böse aus dem Wege gehen. Sie dürfen das Böse nicht mehr in sich aufnehmen. Sie müssen sich ein Fleckchen aussuchen, wo sie die himmlisch, die göttliche Ruhe wieder aufnehmen können, so dass dadurch dann die Ordnung in ihrem Körper zustande kommt. Sie müssen ihrem Körper Beachtung schenken. Sie dürfen sich nicht mehr mit dem Bösen verbinden, vorerst von dem Lossagen. Wie sie sich auch losgesagt haben, indem sie sagen, hier habe ich ein Kämmerlein, hier bleibe ich, hier stört mich keiner. Und dann nehmen sie alles auf. Und dann nehmen sie auch die Kraft auf, und dass jede Störung aus dem Körper beseitigt wird. Wenn es nicht mal einmal reicht, 2-mal. Genau gesagt müssen sie es immer tun.
täglich. Aber das ist den meisten zu viel. Keine Zeit, kommt Geschäft, kommt die Arbeit, kommt Tanschen, Tanschen und Manchen. Wer für sich selbst keine Zeit hat, Freunde, das ist kein gottgläubiger Mensch, der hat sich wirklich von Gott gelöst. So viel Zeit muss er für sich, für seinen Körper haben. Und weil er nicht stark genug ist, deswegen sage ich, er muss sich vom Bösen abwenden. Er muss erst Kräfte sammeln, Kräfte in sich aufnehmen. Er muss sich erst von dem überzeugen, was Gott ist. Und wer Gott ist und wie Gott ist. Und was Gott für ihn bestimmt hat. Davon soll er sich erst überzeugen. Und er wird überzeugt, so er seinem Körper Beachtung schenkt. Und er wird wieder voller Kräften sein. Er wird die Wahrheit am eigenen Körper erfahren. Und dann geht er und sagt, ja, was wollt ihr? Ihr habt mich verlacht und verhöhnt. Ihr habt nur zanken und streiten können. Ihr habt mir nur böse Worte gesagt. Gute Worte habe ich von euch nicht gehört. Ich muss euch die Wahrheit sagen. Ich habe die Wahrheit erfahren. Ihr wisst, ich habe 10, 20 Jahre alles Mögliche versucht, um von den Übel frei zu werden. Ich konnte nicht frei werden. Heute muss ich euch die Wahrheit sagen, deshalb, weil ich sie am eigenen Körper erfahren habe. Ihr braucht es nicht glauben, ihr werdet es glauben. Aber seht, mein Körper war einst abgewrackt. Heute ist er stark, jetzt ist er kräftig. In dieser Minute, in dieser Sekunde ist geschehen. Oder in jener Stunde, oder an dem Tag ist es gewesen. Und seitdem fühle ich mich wohl und ich bleibe auf diesem Weg. Und wenn ihr diesen Weg noch nicht einschlagen wollt, dann will ich vorerst mit euch nichts gemein haben. Ihr werdet auch zur Erkenntnis kommen. Ihr werdet auch noch so weit kommen, dass das Böse euch so weit erfasst. Dann werdet ihr Gott rufen. Dann werdet ihr auch den Weg einschlagen, wie ich ihn eingeschlagen habe. Denn mir habt ihr alle nicht helfen können, sondern ihr habt nur eines gut verstanden, mich so weit abzuwracken. Und ich danke euch dafür, dass ihr mir so viel Böses gegeben, dass ich erkannt habe, dass das Böse mir nicht gut getan und dass ich hier zur Erkenntnis gekommen bin, dass ich jetzt weiß, dass es einen Gott gibt, dass ich jetzt weiß, dass ich göttlich bin, dass ich jetzt weiß, dass ich für mich selbst, für meinen Körper zu sorgen habe. Jetzt habe ich die Kraft, jetzt weiß ich meinen Weg, diesen gehe ich. Und ihr werdet alle folgen. Und wenn ihr mir noch ein böses Wort sagt oder etwas Böses antut, ich nehme das Böse nicht mehr auf. Ich habe mit dem Böse nichts mehr gemein. Aber gebt ruhig das Böse von euch. Ich nehme es nicht ab. Macht euch frei. Tut es so, wie ich es mache. Belehrt ihn. Aber wer kann wen belehren, wenn er keine Erfahrung gesammelt hat? Wie will der Mensch da zurechtkommen? Was will er? Wie will er seinen Nächsten helfen? Wie oft sagt der ein und der andere, wenn ich ihn nur helfen könnte, dann würde ich ihn helfen. Wenn, ja wie? Das wie, liebe Freunde, das geschieht erst dann, wenn Sie zur Selbsterkenntnis kommen. Und wenn Sie das Gute bejahen, weil Sie von dem Übel, das Sie womöglich schon seit Jahrzehnten in Ihrem Körper dulden mussten, weil Sie nicht die Kraft besaßen, das Böse aus dem Körper zu drängen. Weil Sie sich nicht in die Hand Gottes begeben und weil Sie nicht mehr in dieser, in seiner Führung gewesen sind. Und daher kommt es. Thank you.